Hallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich begrüße euch. Und heute, ihr seht es schon, ein neues Spiel, was ich euch ein bisschen vorstellen werde. Und zwar The Hunt kann sich jeder am 2.6. über Steam kostenlos runterladen und virtuell auf die Jagd gehen. Auch wenn jetzt einige vom Peter sagen würden, nein, nicht auf die armen Tiere schießen, aber guckt euch mal die anderen Spieler an. Ah, hier hat Ena gerade ein bisschen Feuer gemacht. Ja, schießt man auch virtuelle Gegner und dahergehend, wenn man das hier virtuell macht, dann habe ich kein Problem mit. Und ja, die Jagd ist natürlich auch dafür da, um den Überbestand von Wild zu, ja, minimieren, weil sonst würden die zu viel Schaden machen und ihr kriegt euer Brot nicht mehr, ne? Aber gut, wir werden erstmal gucken, was das Inventar uns alles so zeigt. Wir haben hier ein ganz normalen Schusskarabiner, also nichts Besonderes. Das levelt man nachher so ein bisschen hoch und kriegt dann halt Geld und kann sich andere Waffen, Munition und Aufsätze holen. Man sieht hier, habe ich einen Gegenstand, da könnte ich Rehe mit anlocken und auf Kleidung. Ihr seht, Niki, eine Hose und einen Schuh oder ein paar Schuhe habe ich. Das kann man sich alles natürlich auch mit Ingame kaufen, ne? So, wir gehen mal auf die Map, wo ich mich gerade befinde. Und zwar hier unten. Und ich denke mal, ich werde hier einfach mal ein bisschen rumdödeln, ein bisschen langlaufen und mal schauen, ob ich hier irgendwelche Tiere sehe. Gut, wir drehen uns mal ein bisschen und genießen ein wenig die Natur. Das Rauschen des Meeres, ach, ist das herrlich. Ich muss sagen, ich war früher mit meinem besten Schulfreund auch auf der Jagd. Das sind so eine Jägerfamilie und dahergehend kenne ich das alles so ein bisschen. Obwohl ich dann eher so auf den Hochsitz gesessen habe, stundenlang und noch eine Stunde. Und es kam nichts. Ja, da braucht man auf jeden Fall sehr, sehr viele Nerven. Ich drücke jetzt mal auf C, dann läuft er ein bisschen schneller. Man kann auch sich hinhocken, hier hinlegen. Gut, brauchen wir jetzt nicht. Wir laufen mal eine Runde. Wenn ich jetzt auf Q drücke, dann läuft er jetzt die ganze Zeit und ich brauche die Tastatur nicht benutzen. Ja, das ist eine schöne Sache. Dann wird es quasi so wie arretiert. Und ich merke schon, er atmet ganz schlecht. Ja, vielleicht gibt es ja so ein Skillsystem, dass man halt aufskillt, wie weit der Typ rennen kann. Ach, herrlich. Schön. Echt schön. Finde es gut so. Man kann das Spiel auch im Multiplayer spielen, aber auch im Koop. Also für Leute, die mit dem Spiel ein bisschen mehr Erfahrung haben wie ich, die können auf jeden Fall mal mich anschreiben und dann können wir ein bisschen agieren. Ihr merkt schon, wenn ich durch die Gräser laufe, dann mache ich ein bisschen mehr Krach. Ich will einfach nur mal ein bisschen hier was zeigen. Grafisch muss ich sagen, sieht es richtig niedlich aus, ja, für so ein Simulationsspiel. Da kann man ja andere Spiele, ja, durchaus in die Tonne hauen. Ja, ich vergleiche immer ein gutes grafisches Simulationsspiel, zum Beispiel Euro Truck Simulator, ja. Und wenn man dann irgendwelche anderen Simulatoren sieht, dann, naja, dann ist es doch nicht so optimal. Wir gehen jetzt einfach mal hier hoch und gucken mal, ob wir hier auf der erhöhten Position was sehen. Ich kann hier mit diesem Trigger irgendwie immer drücken, wenn ich was gesehen habe. Also, falls ihr irgendwelche Ideen und, sagen wir mal, Verbesserung habt, wie ich hier am besten los agiere, dann schreibt es am besten unten in die Kommentare. So, wir werden jetzt mal, nee, hier habe ich nichts, mal ein bisschen bläken. Hört mal zu. Hm. Hier ist wohl nichts. Naja. Gut, ich spiele es jetzt einfach random hier so an. Ich habe vorher nichts so gesehen und angeguckt. Deswegen kann ich jetzt nicht so ein komplettes Fazit geben. So auf den ersten Blick gefällt es mir ganz gut, weil ich mich ja in diese Situation des Jägers so ein bisschen reinversetzen kann. Und wir gucken mal, ob wir heute hier irgendwo ein Tier finden und es ja mit einem glatten, ja, Blattschuss, ja, erledigen. Oh, hier ist nichts. Immer mal die wachsame Auge. Also ihr müsst selber mal ein bisschen gucken, ob ich hier irgendwas finde. Oder ob ich hier an irgendwelchen Viechern hier vorbeilaufe. Ich habe jetzt auch gar nicht so geguckt, was ich hier schießen soll. Ich glaube Schweine. Naja, mal gucken. Oh, 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 hier. Hasen. Und hier ist noch eine Spur vom Hasen.
Neue Spur gefunden. Ist der nach da gegangen? Ist er nach da gegangen? Jetzt muss ich in diese Richtung gehen. Also es wird mir hier in den Trigger so ein bisschen angezeigt. Dann gehen wir mal. Und vielleicht werden wir hier den ersten Hasen finden. Gehen wir mal weiter. Wir müssen ein bisschen leise sein. Nicht, dass sie uns hören. Ja, eine Sache war schon mal, da ich mit meinem Kumpel... Da habe ich in der Nacht, war Winter, Dezember, und es war so verdammt kalt und wir haben auf der Lichtung gesessen und der Wind, der wehte und oh, uns war sowas von kalt. Nach anderthalb Stunden hatten wir dann echt keine Lust mehr, wollten eigentlich einpacken, haben wir gesagt, na gut, dann können wir noch eine rauchen. Ja, sollte man nicht, ne? Also es ist gemein, es ist eklig, sollte man nicht machen. Wir haben es trotzdem gemacht. Und auf einmal kamen die Schweine raus. Einmal, da war eine Stimmung gewesen. Ja, der Blutdruck, der ging immer höher und oh, auf. Ich konnte es nicht beschreiben. Oh, guckt euch mal das an, wie schön das hier aussieht. Schön, ne? Herrlich. Aber irgendwie finde ich jetzt die Spur nicht mehr. Ja, und dann ein Schuss, ein Treffer und das. Ja, viel Leak. Waldmanns Heil, Waldmanns Dank. Wir haben es dann auf jeden Fall dann, ja, gefunden. Also es war ja dann nicht so weit weg. Da muss man es dann mit einem bestimmten Messer, man kann es auch mit jedem Küchenmesser machen, aber mit so einem Jägermesser macht sie das besser, aufbrechen. Ich bin da so ein bisschen, naja, mir geht es da halt nicht ganz so gut, wenn ich sowas sehe, ne? Ja, jedenfalls habe ich die Spur verloren. Naja. Und ja, ab nach Hause, ne? Also, das war für mich das Erlebnis dann, den Abend. Und ja, auf jeden Fall hatten wir es dann gepackt. So, ich muss das nochmal hier scannen, ja. Neue Spur gefunden, aktuelle Spur, ja, ja. Ja, ich hab da jetzt... Ich hab da die Spur gefunden hier. Aber, wenn ich jetzt in die Richtung gehe... Oder muss ich jetzt in die Richtung gehen? Ja, das bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Wir klicken jetzt mal die Spur an. Vielleicht habe ich auch zu viel Lärm gemacht. Oh, 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 ich habe was gehört. Pass auf. Keine Ahnung. Das ist so ein bisschen spannend, muss ich sagen. Wir gucken mal, was wir hier für eine Spur haben. Neue Spur gefunden. Mir wird irgendwas angezeigt. Und ich würde sagen, es geht in diese Richtung, nach den Spuren zu deuten. Ah, ist jetzt ein bisschen tricky. Hier ist die nächste Spur. Guckt euch das an. Wieder Hasen. Wo will dieser Hase hin? Da ist die nächste. Ich habe die Vermutung, dass ich in die falsche Richtung gehe. Aber es sieht eigentlich so aus, als wenn das... Wenn ich jetzt die Spuren hier so angucke. Weil da hinten habe ich ja nichts gefunden. Also muss es ja hier lang gehen. Bin jetzt ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe auch nichts. Ich sehe auch nichts. Dass hier vielleicht noch irgendwo eine Spur ist. Ja, auf jeden Fall bin ich auf eure Kommentare natürlich gespannt, weil vielleicht gibt es ja schon ein paar Leute, die das gespielt haben. Oh, hier ist die nächste Spur. Oh, jetzt wird es aber langsam. Ja. Verdammt. Wo will dieses Tier hin? Ich hab was gehört. Ich hab was gehört. Und genau vor mir. Ich höre was. Ich muss langsam gehen. Ich hab nämlich hier irgendwas gehört. Ich weiß nicht, ob ich den Sound so eingestellt habe, dass ihr es vielleicht auch mal mitkriegt. Ich gehe ganz langsam mal hoch.
Ja, wo ist hier was? Ich höre die Vöglein zwitschern. Ich gehe hier einfach mal nach oben. Ob hier irgendwo ein rieses Mammut ist? Ich kann natürlich auch nicht jetzt auf irgendwelche anderen Tiere schießen, also auf Vögel. Also mit einer Kugel wäre es ein bisschen ungünstig. Da gibt es. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Da ist der Hase! Da ist er! Ja. Oh, da hinten habe ich noch was anderes gehört. Warte mal, ich habe da irgendwo ein Fernglas, ne? Ich habe nur Kamera. Ich kann ranzoomen. Dann war es, glaube ich, 6 war Kamera. Dings hier. Fernglas. Wir gucken mal, ob wir hier irgendwo was sehen. Ich muss auf jeden Fall viel beobachten. Man muss sich hinlegen, abwarten. Aber ich will ja nicht, dass es hier stundenlang geht. Wo ist hier das Tier? Hier? Oh, guckt euch mal an, wie schön die, wie auch immer die Blumen hier heißen. Irgendwelche Kornblumen oder so. Ich habe nämlich so ein Rauschen gehört und das könnte irgend so ein Wild sein. Irgendwie. Hier ist zum Beispiel. Hier ist der Hase langgelaufen. Ah, wo ist der? Wo ist der? Jedenfalls könnt ihr unten in den Kommentar reinschreiben, ob ich noch mehr auf Jagd gehen soll, wie das ungefähr oder wie ihr es sehen wollt. Ob ich nur die besten 10 zeigen soll, nicht hier diesen ganzen random Gedöns. Oh, das kam von hier, das kam von hier. Ich muss jetzt noch mal den Bleker machen. So, Lock, Hirsch. Also ich glaube, es kam hier aus der Richtung, wo ich jetzt so langlaufe. Bin mir nicht sicher. Ich werde trotzdem hier in diese Richtung gehen. Werde mal wieder ein bisschen schneller gehen. Was es hier unten in den Navi anzusagen hat, dieses Zeichen, also. Keine Ahnung, also. Es gibt zwar ein Tutorial, aber ihr kennt mich ja. Ich mach das nicht, ne? So. Wo ist der Hase? Ich werde doch so einen bescheuerten Hasen kriegen. Ah, ich bin auf der Spur. Mir zeigt er mal an, dass ich hier eine Fährte gefunden habe. Aber ich denke mal, der Hase ist auch jetzt ein bisschen aufgeschreckt, weil er mich gesehen hat. Die Abstände werden immer geringer. Was denn jetzt? Der zeigt mir jetzt hier irgendwas an. Hier bin ich, das ist Maximus. Hä? Ach so, jetzt habe ich mir einen Wegpunkt gesetzt. Naja, gut, alles klar. Macht es auf jeden Fall ein bisschen einfach. Hier ist auch mal ein Wegpunkt. Was will der Hase mit mir machen hier? So, jetzt hat er gesagt, hier sind Hasensymbole. Da oben ist das nächste. Hier ist aber auch noch ein. Ach, hier ist er! Vor mir sitzt der Hase. Verdammt, Waffe. Komm hinterher. Wo bist du, Hase? Da sitzt der. Ja. Damit hat Maximus einen Hasen erledigt. wie mache ich jetzt das Ding hier weg? Gut. Hier ist er. Ich werde auf jeden Fall mal ein Foto machen. Das erste Tier, was ich erledigt habe, einen kleinen Schmunzelhasen. Komm mal ein bisschen ran hier, zoomen. Komm. Siehste? Und fast wiederbelebt.
Was mache ich jetzt? Inventar. Inventar. Und was kann ich jetzt hier nochmal gucken? Der hat mir irgendwas gesagt hier. Inventar soll ich anschalten. Ist mir aber auch egal. Ich werde jetzt das Teil. Ja. Jetzt kann ich Glaube draufdrücken. Und dann gucke ich, was ich hier erledigt habe. Distanz aus 4,5 Metern. Kopfschuss. Ja. Das war auf jeden Fall das sogenannte Spiel. Ach, jetzt kann ich sogar noch freie Kamera machen. Schön, wenn ich hier ein richtig großes Tier habe. Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendwie eine Außenansicht, wo ich mit meinen Typen da mich hinstellen kann. Warte mal, F. Was kann ich hier? F drücken, Hilfe, Leertaste, Kamera, WASD, Bild oben, Bild unten. Ja, da kann ich ranzoomen. Linke Maus. Und sonstige Sachen. Gut, ich würde sagen, dass ich einfach an dieser Stelle einen Cut mache. Wenn ihr auf jeden Fall mehr sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und wenn ihr noch ein paar Hilfe habt, zum Beispiel wie ich meinen Charakter sehe, etc. und sonstige Sachen, wie ich am besten hier agiere, dann ja, schreibt mir das einfach oder macht eine Videoantwort, ne? Das ist ja auch nicht schlimm, ne? So, mit den Worten, Moppel, Schmunzelhase, macht der Maximus einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Aber hier ist ja noch irgendwo ein Vieh. Vögel. Na, egal. Ich mache jetzt trotzdem einen Fisch. Bye, bye.